Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA Welt mit Paxis. Heute mit, wenn alles gut geht, zwei Spielen mit der BBVA-Mannschaft. Wir wollen vor allem auf Mathieu achten und schauen, wie er sich verhält. Das letzte Mal gut den Ball rausgetackelt in einer gefährlichen Situation im Strafraum, sonst hätten wir wahrscheinlich ein Tor gefressen. Schauen wir mal, wie es dieses Mal läuft. Oh, interessant. Sehr, sehr interessantes Team, weil Muniain und Delofe, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Mit diesen Flügelspielern, das sieht man nicht so oft. Ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die sehr schnell sind, aber ich glaube, Muniain ist nicht so schnell. Dann auch Cesc Fabregas im ZM. Ich sehe auch gerade, das ist hier ein Spanier-Team zum großen Teil. Ausgenommen ist da Bravo, der Torwart, und Benzema, der Stürmer. Ja, interessantes Team. Sieht man so nicht oft. Mal gucken, wie er spielt. Ich habe jetzt auch gar nicht geschaut, wie viele Siege, Niederlagen. Wir müssen natürlich wie immer anständig spielen, konzentriert und darauf hoffen, dass unsere Einzeltalente hier das Spiel quasi allein gewinnen. Ja, das war ein gefährlicher Seitenwechsel, der, was? Sogar noch ankommt, den habe ich echt schon im Aus gesehen. Wieder Mathieu, der sich hier gut im Ball arbeitet. Also die zweite ist sehr, sehr gute Aktion von ihm, das kann man schon mal sagen. Das war ein merkwürdiger Pass von Ronaldo. Sehr schöne Abwehr von Juanfran. Von Mathieu, nämlich mit dem Kopf zum Tormann. Einwandfrei. Also falls er das so gewollt hat. Was zur Hölle? Sehr guter Ballgewinn von ihm. Sehr gut. Wenn das Mathieu so gewollt hat, Hut ab, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, warum ich hier mit Juanfran den Ball verloren habe, auf Außen, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben kein Gegentor gefressen und spielen mal auf Außen. Er macht auf jeden Fall schon eher so in die Richtung Pressing der Gegner. Wir müssen aber trotzdem weiter konzentriert bleiben. Der Ball geht ein Stück zu weit. Schade. Also Gegner spielt bisher auf jeden Fall gut. Das kann man schon mal sagen. Einwurf für uns. Sehr schöner Ball. Zu lange rumgetändelt. Das spielt echt nicht schlecht, das muss man sagen. Der hätte auch reingehen können, da hatten wir auf jeden Fall Glück. Mal gucken, ob er wieder außen offen lässt. Ja, lässt wieder außen offen. Vielen Dank. Ah, geht teilweise halt schon ein bisschen. Ah, das ist abseits. Teilweise ein bisschen zu aggressiv auf die Spieler drauf. Ich hoffe, dass ich vielleicht im Verlauf des Spiels noch ein bisschen mehr ausnutzen kann. Was er bisher ganz gut macht, sind viele schnelle Pässe. Wodurch es für mich relativ schwer ist. Ah, war das knapp. Ich behalte irgendwie den Ball, sehr schön. Immer noch. Mal über außen. Ja, immerhin ein Wurf. Mir fehlt hier so ein bisschen der Abschluss im Spiel, muss ich sagen. Na, bietet sich mal jemand an, oder? Das war eigentlich ein Foul, aber gibt eine Ecke, okay. Mathieu! Immerhin direkt bei nach der ersten Ecke, die er hat, kommt er zum Kopfball und bekommt diesen auch aufs Tor. Wenn der Ball ein bisschen straffer gespielt wird. Ich bin nicht zufrieden mit meinem Spiel, muss ich zugeben. Wir hatten Möglichkeiten, wo wir hätten mehr draus machen können. Haben auch nur einmal geschossen, ging zwar aufs Ziel, aber trotzdem, das war auch nicht so richtig.
Der Spielstil vom Gegner ist aber halt auch so ein bisschen merkwürdig. So eine Mischung aus Pressing und Raumdeckung. Also, das ist auch nicht so richtig. Richtig gefällt er mir nicht, der Spielstil. Also, er liegt mir nicht so, sagen wir mal so. Das war einfach ein totaler Kackpass. Also, warum man den verhaut, einfach konnte ich aber nicht. Ich meine, mehr als in die Richtung passen kann ich dann halt auch nicht. Schade. Der war gar nicht so schlecht, der Pass. Da wäre Iniesta fast rangekommen. Das ist halt, wenn du in so einer Situation den Ball eroberst, dann darfst du ihn halt nicht durch einen Scheißpass direkt wieder verlieren. Jetzt hat er auch Glück, dass er tunnelt. So, jetzt musst du halt erstmal im Ballbesitz bleiben. Das war natürlich ein geniales Dribbling. Und jetzt muss natürlich Rodriguez wieder das Ding machen. Wer sonst, wenn nicht Rodriguez? Wer sonst, wenn nicht Rodriguez? Erstmal ein hervorragendes Dribbling von Ronaldo, der vorher einen Spieler aussteigen lässt. Dann natürlich auch hervorragend von James Rodriguez, der den Gegner vorbeigrätschen lässt. Und dann an allen Spielern vorbei ins lange Eck. Wieder mal mit dem steigen Linken. Schöner Pass von Ronaldo. Und jetzt hier, zack, den Spieler ins Leere grätschen lassen. Dann natürlich, was sonst, mit dem steigen Linken ins lange... Ach verdammt, müssen wir aufs Spiel konzentrieren. Ins lange Eck. Also besser geht's kaum. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt wieder konzentrieren. Ich meine, zweite Hälfte. Wir wollen jetzt kein Gegentor fressen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Keine Ecke, oder? Oh, Glück gehabt. So, jetzt gucken wir mal, was er macht. Deckt er ganz links den? Nein, macht er wieder nicht. Verstehe ich nicht. Ich muss doch nur... Er hat nur zweimal gesehen, dass ich immer das Gleiche gemacht habe. Aber wer nicht lernt... So, Iniesta ist durch, aber hat einen total kack Ballannahme. Meine Herren, und das von Iniesta. Oh, Mist. Komm, jetzt muss doch mal jemand den Ball holen. Na also, wieder Mathieu. Also, Mathieu spielt einfach nur richtig geil. Traumhaft. Oh, I love it, I love it, I love it. Was für ein geiles Ding. Schöner Laufpass von Messi und Ronaldo knallt ihn einfach ins Kurze. So geil. Genauso kann es in Wirklichkeit passieren. Na gut, die beiden spielen natürlich nicht zusammen, aber ihr wisst, was ich meine. Genau solche Tore machen die doch ständig. Am laufenden Band. Und obwohl die erste Hälfte so schwer war und so schlecht gespielt teilweise von mir. Okay, jetzt super schlecht gespielt von mir auch nicht, aber ich sag mal so. Nicht so hervorragend, wie man es vielleicht erwartet. Die zweite Hälfte, Bombe, zwei wunderschöne herausgespielte Tore. Kann man nicht anders sagen. Das macht er natürlich ziemlich auf, ist ziemlich aggro. Ah, schade. Iniesta hat gerade so ein bisschen Probleme, den Ball zu verarbeiten. Ist schon das zweite Mal, dass er jetzt wieder nicht so richtig rankommt. Wobei jetzt beim zweiten Mal war... Oh, hervorragend von Ramos. Ich habe Ramos übrigens gar nicht geholt. Er hat es komplett alleine gemacht. Deswegen doppelt nice. Ich verstehe aber auch nicht, warum Iniesta so viel vorne mitspielt, also. Wow! Was für eine zweite Hälfte, was für eine geile zweite Hälfte. Und mal wieder war der Dosenöffner Rodriguez mit seinem starken Linken ins Lange. Also scheiß auf Team of the Season, Di Maria, den brauchen wir einfach nicht. Wir haben Inform Rodriguez, der hier einen wunderbaren Job macht auf der Position. Von daher... Und Mathieu ist mir jetzt allein in dem Spiel so oft positiv aufgefallen. Drei hervorragende Interceptions, wo er einfach schön den Passweg antizipiert hat und dann reingelaufen ist. Dann im letzten Spiel halt auch ein schönes Tackling. Also ja, also Mathieu, ich würde behaupten, der bleibt auf jeden Fall in der Innenverteidigung, macht ein wundervolles Spiel. Und ich habe bisher noch nicht negativ gemerkt, dass beide Innenverteidiger zu hohe Arbeitsraten hätten, von daher... Ich glaube, ich habe meinen Verteidiger gefunden mit Mathieu. Wunderschön. Wunderschön. Vielleicht schaffen wir es ja direkt nochmal ein Spiel zu gewinnen. Da haben wir schon 13 Punkte. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Weg in Richtung Titelgewinn. Das wäre richtig nice.
Ich denke, so oder so, egal ob ich den Titel gewinne oder ob ich halt den Titel nicht hole, ich hoffe mal, dass ich wenigstens die Klasse halte. Das wäre jetzt sonst merkwürdig, ich müsste jetzt jedes Spiel verlieren, glaube ich. Ja, egal ob ich den Titel gewinne oder eben nicht, ich werde wohl in der nächsten Saison dann nochmal mit meinen alten Mannschaften spielen und damit wieder eine Saison zocken, mal schauen. Es sei denn, wir bekommen jetzt hier keinen Gegner mehr. Doch, jetzt bekommen wir einen. Oh, ist das nochmal der gleiche? Nee. Suarez, Neymar, Sanchez, natürlich ein ganz anderer Sturm, auch ein relativ schneller Flügelspieler bei ihm. Dann hier unten rechts ein paar Informspieler mit Isco, Carvajal und Piqué. Oha, den 86er Sergio Ramos, der ist ein bisschen schneller als der 87er. Courtois wieder mal im Tor. Ja, insgesamt ein starkes Team. Und hoffen wir mal, dass meine spielerische Qualität das Team platt machen kann. Ich muss halt so spielen wie in der zweiten Hälfte. Das war dann eigentlich gut gespielt. Erste Hälfte war nicht ganz so konsequent, gerade im Spiel nach vorn. Aber das werden wir hoffentlich dieses Mal. Ja, wieder Mathieu. Wer denn sonst? Wer denn sonst, wenn nicht Mathieu? Ronaldo, mal gucken, ob er es schafft, über außen zu ziehen. Sieht ganz gut aus. Nur die Flanke war ein bisschen merkwürdig. Keine Ahnung, was er da versucht hat. Ja, ich konnte leider nicht mehr so aufs Tor ziehen, dass ich eine hundertprozentige draus mache. Ich habe halt gehofft, dass er mit seiner Qualität trotzdem ins lange Eck schießen kann. Hat dann leider nicht funktioniert. Gut von Iniesta. Mal schauen, es gab Vorteile. Das war knapp. Ach, da bleibt er leider hängen. Aber der Pass oder die Idee vom Pass war gut, würde ich sagen. Da holt Iniesta direkt den Ball wieder. Den habe ich dahingestellt, Iniesta. Was? Oh, ich dachte, ich habe einen Ball. Ich habe ihn auf Schießen gedrückt gehabt. Und wieder eine Interception von. Ich weiß gar nicht, wer das diesmal war. Modric. Mist! Immer die letzte Aktion war bisher nicht so geil. Jetzt können wir nur hoffen, dass sehr schön durchgesetzt von Juan Fran. Auch wenn es jetzt hier ein Foul gibt, ist es scheißegal. Nicht mal eine gelbe Karte. Das war eigentlich eine gelbe Karte. Wegen taktischem Foul. Aber alles richtig gemacht. Und ja, schwacher Freistoß. Wenn wir die Konters so verhindern können, dann faule ich hier all day long. Das ist mir scheißegal. Mal gucken, ob ich wieder so geil auf Ronaldo flanken kann. Hat jetzt, glaube ich, in der letzten Aufnahme zweimal ganz gut funktioniert. Ja, war ja klar, dass es nicht wieder funktioniert. Wäre auch zu schön gewesen. Ah, der Pass war nicht so gut. Dadurch musste Modric abstoppen. So. Abbremsen, abstoppen klingt komisch. Der Pass war auch nicht so gut, aber viel zu lang. Ja, Mathieu, 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 Mathieu. Oh, fuck. Mathieu macht's geil. Und Philippe Louis versaut's dann. Aber Mathieu, also Wahnsinn, dass ich den nicht schon eher gespielt habe. Kam aber auch, glaube ich, nie als Tipp von euch. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Hier wollte ich eigentlich auf Ronaldo spielen. Leider hat es nicht funktioniert. Foul! Foul! Ah, sehr schön. Das müsste jetzt diesmal Juan Fran gewesen sein. Pässe kommen ja aber teilweise schlecht, das gibt's gar nicht. Aber er stellt auch gut die Räume zu, muss man sagen. Ja, wie gesagt, gar nicht erst seine Geschwindigkeit ausspielen lassen. Da nehme ich auch gerne mal eine gelbe Karte in Kauf. Das ist mir scheißegal. Ich denke, dieses aggressive Angriffs- und Pressing-Spiel gegen ihn ist genau das Richtige. Busquets. Hat zwar schon eine gelbe Karte, aber das. Oh ja, toll. Toll gemacht. Wenn ich jetzt ein Tor fresse, drehe ich durch. Ach, Glück gehabt.
Konzentration. Nicht aufregen, konzentrieren. Nice. Okay, okay. Der Anfang der ersten Hälfte war gut, das Ende war schlecht. Hoffe ich, dass ich in der zweiten Hälfte so... Aber gut, dieser Schuss von Neymar kam nur zustande, weil Iniesta ohne meine Tätigkeit den Ball zum Gegner krätscht. Also am Anfang habe ich eigentlich komplett dominiert, dann gegen Ende lief es etwas unglücklich. Ronaldo ist durch. Hätte ich vielleicht noch einen Schritt gehen müssen. War ein bisschen zu übereilt abgeschlossen. Hatte ich noch Zeit. Ich habe wahrscheinlich gedacht, dass der Thurmann rauskommt. Mathieu, schon wieder mit dem Kopfball. Nice. Komm, 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 komm. Busquets. Na? Sehr schwacher Pass, gut für mich. Okay. Ronaldo, spielen wir auch mal unsere Pace aus. Macht der Gegner ja nicht anders. Also er versucht, er hat es noch nicht geschafft bisher. Schade. Und sehr schön. Sehr schön. Bekommen wir noch eine Ecke geschenkt. Nice. Ich dachte schon, jetzt geht mir vielleicht noch über ein Eigentor. Ah, Mist, Mist, Mist. Nicht so geil. Aber. Mathieu! Komm! Oh. Schöner Schuss von Mathieu, leider zu sehr auf dem Torwart. Torwart. Ja, einfach mal abschließen. Da ist so ein Gewühle nach vorn gewesen. War leider der schwache Rechte, deswegen hat er auch keinen Druck hinter den Ball bekommen, aber nicht auf ihn. Oh, genau auf Busquets, der genau vor ihm stand. Einfach nur abprallen lassen. Das war eigentlich der Plan. Komm, Einwurf, 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 Einwurf. Fuck. Jetzt wird's eklig. Nein, kein Elfmeter. Oh, das war eigentlich ein Elfmeter. Da haben wir Glück gehabt. Na, oh, komm, komm, komm. Sehr schön. Nochmal schön, vertrippelt mit Juan Fran. Oh, zu schwacher Pass. Das ist dann immer ärgerlich. Wenn einfach nur die Geschwindigkeit fehlt im Pass. Sehr gut. Schon wieder ein so verhaspelter Pass. Mist. Das läuft gerade in dem Spiel nicht so gut, muss ich zugeben. Schöne Flanke auf Ronaldo, der ihn auch runtersaugt, aber leider reicht es nicht aus. Komm, Messi. Oh, fuck. Ich dachte echt, da geht rein. Aber dieser Courtois ist einfach mein weiser Wal. Oh, und da steht nie einer, wie mir auf dem Sack geht, dass da keiner steht. Ich glaube, ich werde einfach mal reinflanken. Auch wenn ich lieber Ronaldo in der Mitte hätte, aber Mathieu ist mit vorn. Oh, verdammt nochmal. Sehr schön, sehr schön, sehr wichtig. Gibt einen Unentschieden, reicht mir aber ehrlich gesagt. Wie gesagt, das Unentschieden reicht mir. War doch eine relativ durchwachsene Partie. Aber wichtig ist erstmal, die Null steht. Die Null steht, die Null steht, die Null steht. Mehr will ich doch erstmal gar nicht. Unentschieden sind absolut okay. 0-0 ist absolut okay. Ich meine, rein von der Statistik her, okay, möchte man lieber dann doch ein Tor haben. Aber wie gesagt, Courtois hat einfach wieder einfach Glanzparaden ausgepackt. Was will man dagegen machen? Kann man einfach nichts machen. Beim nächsten Mal gibt es dann also wieder zwei Spiele mit unserer Bundesliga-Mannschaft und das ist dann meine Statistik, die kann sich sehen lassen. Unentschieden, Sieg, 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 Unentschieden. Nice. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Mathieu, über Gott auf jeden Fall in der Innenverteidigung, gefällt mir richtig gut. Daumen nach oben, dann wird sich Mathieu, Daumen nach oben, dann wird euch Mathieu loben. In diesem Sinne, bye bye, euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.